So, da sind wir wieder im LS13 bei den Tutorials. Und heute gibt es die Quaderballenpresse. So, Quaderballenpresse. Big Pack 1290 von Krone. Starten wir jetzt gleich mal. Ankoppeln. Ah ne, ist bereits angekoppelt. Kann ich gleich aktivieren. Folgen Sie den Schwaden, damit die Presse das Stroh aufnehmen und pressen kann. Für dieses Tutorial wurde die Presse etwas beschleunigt. In der Karriere entstehen die Quaderballen nicht ganz so schnell. Pressen Sie insgesamt 12 Ballen, um das Tutorial zu beenden. Ja, das Praktische an der Quaderballenpresse ist ja auch, dass die automatisch entlädt, dass man das dann nicht manuell machen muss. Sieht ganz schön aus hier, bei dem Licht. Okay, gehen wir zur Sache. B-Presse anschalten. Wie schnell darf ich denn? Sagt mir das einer? Ah, zwei. Habe ich jetzt nichts auf. Ja, das wird schon werden. Das Feld ist ja groß genug hier. In der Nähe vom Hof. Und, ah, noch keinen Fallen gelassen. Ah, da kommt er erst. Jede zweite Reihe so rum wegen dem Wendekreis, und wenn meine SRS Videos kennt, weiß, wie gut ich mit Anhängern rangieren kann. Deshalb versucht das jetzt hier mal zu vermeiden, mich hier gleich zu blamieren. Und schaut ja niemand mehr meine Let's Plays an. Nee, aber das wird bestimmt noch. So, 41% erfüllt. Wie viel? Oh, oh, oh. Wir beide liegen da schon 1, 2, 3. Und da hinten sieht man nichts. 4. Oh, viel zu viele. Jetzt sind 6. 7. Ich denke, ich werde im Spiel dann auch nur Quaderballen pressen. Einfach weil die leichter aufzunehmen sind. Weil ich dann nicht erst im Frontlader anrücken muss, sondern den Ballensammelwagen, den ich muss da nehmen kann. So. Das kann man jetzt auch von innen aus machen. Und noch einen Ballen und dann wäre das Tutorial erledigt. So, was kommt denn jetzt noch als Tutorial? Die Rundballenpresse, der Ballensammelwagen, Mais häckseln, Kartoffeln anpflanzen, Kartoffeln ernten. Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Also, ciao, bis dann.